Wir können von Jesus wahnsinnig viel lernen über Gott. Eine Sache, vielleicht die wichtigste, ist, dass Gott uns nahe sein möchte. Als Jesus am letzten Tag, den er auf dieser Erde verbracht hat, mit seinen Freunden gemeinsam gegessen hat, hat er ihnen gesagt, dass es ihm wahnsinnig wichtig war, an diesem Abend mit seinen Freunden zusammen zu sein. Und als sie dort essen, diese sehr unterschiedlichen Menschen, die sich vermutlich sonst nie getroffen hätten, als sie essen, nimmt Jesus das Brot, zerbricht es, gibt es seinen Freunden und sagt, esst davon, das ist mein Leib, das ist mein Leben, das ich euch schenke. Und nach dem Essen nimmt er einen Schluck Wein, gibt den Kelch allen und sagt, trinkt aus diesem Kelch, das ist mein Blut, mein Leben, das ich euch schenke. Und seit diesem letzten Abendmahl erleben es Christinnen und Christen auf der ganzen Welt, dass wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern, wenn wir zusammenkommen, ganz unterschiedlichste Menschen, dann passiert es, dass uns Gott ganz nahe kommt, dass uns Jesus in diesen ganz einfachen Dingen, einer kleinen Hostie, einem Stück Brot, einem Schluck Saft, einem Schluck Wein, dass er uns ganz nahe kommt, dass er sagt, ich bin bei dir, so nahe wie dieses Brot, so konkret wie du das Brot schmeckst, diesen Saft, diesen Wein schmeckst, so bin ich bei dir und ich will dein Leben ernähren, ich will dich satt machen, ich will dir Freude schenken, ich bin bei dir. Und deshalb würde ich sagen, das ist eine der schönsten Dinge, die man als Christ, als Christin tun kann, gemeinsam Abendmahl zu feiern.